Vielen Dank, Herr Kollege May. Als nächstes hat sich zu Wort gemeldet für die Fraktion der CDU Frau Kollegin Wolf. Bitte sehr. Moment, Entschuldigung. Ich bitte um Entschuldigung, ich habe mich vertan. Frau Kollegin Wissler hat das Wort für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor 50 Jahren gingen bundesweit Studierende auf die Straße. Es ging um eine grundlegende Veränderung von Gesellschaft, Politik und Hochschule. Sie forderten die Öffnung und Demokratisierung der Hochschulen, gleiche Bildungschancen und freie Wissenschaft. Nach 1968 veränderten sich die Hochschulen grundlegend. Ziele der Universitätsreform waren die Öffnung der Hochschulen, stärkere Gesellschaftsbezogenheit, Demokratisierung, Wissenschaftspluralismus. Die Einführung des BAföG ermöglichte vielen Menschen den Zugang zu den Universitäten, denen er vorher verwehrt war. Zwischen 1969 und 1975 haben sich die Studierendenzahlen mehr als verdoppelt. Die Hochschulen wurden politischer, Orte von gesellschaftlichen Diskursen, und auch die innere Organisation änderte sich. Studierende durften mitbestimmen, das Verhältnis zwischen Studierenden und Professoren änderte sich. Meine Damen und Herren, 50 Jahre nach 1968 und in Zeiten, in denen Politiker von der konservativen Revolution schwadronieren, sollte man an diese Errungenschaften ab und zu einmal erinnern. Auch weil viele dieser Errungenschaften gefährdet sind oder bereits zurückgenommen wurden. In den letzten Jahren fand ein neoliberaler Umbau der Hochschulen statt. Demokratie und Selbstverwaltung wurden abgebaut, betriebswirtschaftliche Steuerungselemente eingeführt. Statt Bildungshürden endlich einzureißen und das BAföG auszubauen, wurden zeitweise sogar Studiengebühren eingeführt. Statt die alle Hochschulen gut auszustatten, diskutieren wir über Exzellenzinitiative und Eliteförderung. Und das Wort Studierende, Herr Minister, das kam in Ihrem vorab verschickten Redemanuskript nicht ein einziges Mal vor. Stattdessen sprechen Sie in Ihrer Regierungserklärung über LOEWE. Was ist LOEWE? LOEWE steht für Landesoffensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz, eine eigene Exzellenzinitiative des Landes, über die seit 2008 Geld für Forschung zur Verfügung gestellt wird, immer insgesamt über 700 Millionen €. Wir haben das LOEWE-Programm immer kritisiert, und zwar aus guten Gründen. Und das fängt an bei der Verteilung der Mittel. Im LOEWE-Jahresbericht ist ja das genau aufgeschlüsselt, wie die Mittel in den Jahren 2008 bis 2016 verwendet wurden. Es gibt drei Förderlinien bei LOEWE. Eins und zwei sind die sogenannten LOEWE-Zentren und LOEWE-Schwerpunkte. Darin sind auch 90% der Mittel geflossen. Und dann die kleinere Förderlinie 3, die Kooperationen von Wissenschaftseinrichtungen und Unternehmen fördert. Von den etwa 590 Millionen €, und ich habe das auch einmal grafisch dargestellt, Herr Minister, von den 590 Millionen €, die von 2008 bis 2016 über die Förderlinien 1 und 2 vergeben wurden, gingen 360 Millionen € an die Universitäten, gerade einmal 19 Millionen € an die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, besser bekannt als Fachhochschulen, und 200 Millionen €, das heißt 20-mal so viel wie an die Fachhochschulen, an die außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Sie sehen, das ist ein krasses Ungleichgewicht, mit dem wir es hier zu tun haben. Und jetzt werden Sie natürlich einwenden, dass die Fachhochschulen ja nicht so forschungsstark sind wie die Universitäten. Aber selbst innerhalb der Hochschultypen besteht eine krasse Diskrepanz. Und auch das will ich Ihnen zeigen. Blau sind die Universitäten und rot sind die Fachhochschulen. Und da sehen Sie, was für eine krasse Diskrepanz es hier gibt. Wenn man alle drei Förderlinien zusammennimmt, kommt die Uni Frankfurt auf 116 Millionen €. Das ist zwar die größte hessische Hochschule, aber die ist nicht viermal so groß wie die Uni Kassel. Und im gleichen Zeitraum hat die FH Frankfurt gerade einmal 3,5 Millionen € bekommen, Herr Minister. Die Hochschule Rhein-Main und die Hochschule Fulda, deren Balken kann man jetzt auf die Ferne vermutlich überhaupt nicht sehen, die haben aus den ersten beiden Förderlinien gar nichts bekommen, nicht einen Cent. Die private Apps hingegen schon. Erst bei der dritten Förderlinie wurden Wiesbaden und Fulda überhaupt berücksichtigt, wenn sie mit Unternehmen kooperieren.
Das sind alles Zahlen der Landesregierung. Können Sie alles nachlesen im aktuellen Löwe-Bericht, wenn Sie meinen Balkendiagrammen die in Zweifel ziehen sollten. Sie sprechen von Profilbildung und Differenzierung. Ich finde das einfach eine verdammt ungerechte Verteilung von Mitteln, meine Damen und Herren. Und Sie erklären dann immer, es würde doch so viel Geld in die Hochschulen fließen wie noch nie. Aber gleichzeitig gestalten Sie die Mittelverteilung so, dass Sie einen kleinen Teil der Hochschulen ganz besonders fördern und andere von einem Teil der Hochschulfinanzierung praktisch abschneiden, wie auch die Kunst- und Musikhochschulen. Und das ist eine Umverteilung innerhalb der Hochschulen, und es ist auch eine Umverteilung von den Hochschulen weg an die außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Noch ein konkretes Beispiel. Die FH Frankfurt bekam in 8 Jahren Löwe, wie bereits erwähnt, 3,5 Millionen €. Im gleichen Zeitraum bekam das Center for Financial Studies 18 Millionen €. Das ist eine private Wissenschaftseinrichtung, deren Fördermitglieder übrigens die Deutsche Bank, die Commerzbank, Goldman Sachs und viele andere Banken sind. Einmal im Jahr verleihen sie übrigens den Deutsche Bankpreis. Und im Löwe-Zentrum SAFE entwickeln sie jetzt Ideen zur Kapitalmarktregulierung und zur Bankenkontrolle. Natürlich, meine Damen und Herren, wer kennt sich besser aus mit Bankenkontrolle als die Banken selber? Lassen wir sie das doch selber entwickeln. 18 Millionen € statt und 3,5 Millionen hat die FH bekommen. Das ist ein krasses Missverhältnis, Herr Minister, und das ist einfach zutiefst ungerecht, diese Politik. Und dann sagen Sie, Löwe würde doch in alle Landkreise Hessens ausstrahlen, weil ja über die dritte Förderlinie landesweit Unternehmen und Einrichtungen gefördert würden. Ja, Herr Minister, dann schauen wir uns doch auch einmal die regionale Verteilung der Löwe-Mittel 2008 bis 2016 an. So, von den Löwe-Mitteln, von den 400, die Balkendiagramme habe, Sie können sich das anschauen. Ich sage Ihnen gleich die Seiten, natürlich. Sie müssen nur die beiden Spalten zusammenrechnen. 400 Millionen €, der 671 Millionen €, also etwa 60 %, gingen nach Frankfurt und Darmstadt. 240 Millionen € allein nach Frankfurt. Nach Gießen ging noch ein ordentlicher Batzen, für Marburg dann schon deutlich weniger. Und Kassel hat nicht einmal ein Zehntel der Mittel bekommen, die nach Frankfurt flossen. Und diesen kleinen Balken hier, den teilen sich alle anderen Städte und Landkreise, darunter so völlig unbedeutende Städte wie die Landeshauptstadt Wiesbaden oder Fulda. Das ist dieser kleine Balken. Ich bin immer wieder fasziniert, wie sehr Ihnen der ländliche Raum am Herzen liegt, Herr Minister. Die Landesregierung redet über Förderung des ländlichen Raums, und am Ende, das ist die regionale Verteilung der Löwe-Mittel. Also, das strahlt nicht auf alle Landkreise aus. Für einige strahlt die Sonne sehr viel heller als für andere, meine Damen und Herren. Das dürfte übrigens auch den örtlichen Wahlkreisabgeordneten der CDU vielleicht einmal zu denken geben. Schöne Grüße nach Fulda und Wiesbaden, dass man hier völlig benachteiligt wird. Aber wenn man schon nicht das ganze Land mit Geld versorgt, dann wenigstens mit Eigenwerbung. Ich darf aus einer Pressemitteilung des Ministers vor einigen Monaten zitieren. Wissenschaftsminister Boris Rhein hat heute die nächste Runde der hessenweiten Plakatierung der Wissenschaftsinitiative Hessen schafft Wissen gestartet und dabei selbst ein Plakat in der Wiesbadener Moritzstraße angebracht. Wiesbaden hat zwar nur 0,5 % der Löwe-Mittel bekommen, aber immerhin ein eigens vom Minister aufgehängtes Plakat. Insgesamt, ich zitiere weiter aus der Presseerklärung, insgesamt hängen nun an über 430 Stellen in rund 45 Orten Hessens, von Bad Hersfeld bis Bensheim, von Limburg bis Fulda, die Plakate. Neben mehreren hessenweiten Plakatierungen gehört zu dem neuen Kampagnenbaustein beispielsweise Straßenbahnwerbung in Frankfurt und Kassel und Big Banner an den großen hessischen Bahnhöfen. In diesem Jahr wurde die Kampagne um einen neuen Baustein unter dem Motto „Wir forschen für ihren Nutzen“ ergänzt, die nun vor allem die Bürgerinnen und Bürger auf der Straße erreichen soll. Ja, welch ein Zufall, ausgerechnet im Wahlkampfjahr. Kann es vielleicht sein, dass dem Minister im Wahlkampfjahr es mehr um die eigene Darstellung als um die Darstellung der Wissenschaft geht, meine Damen und Herren? Und das Land Hessen, das kann man ja nachlesen in Ihrer Presseerklärung, Herr Minister, das Land Hessen investiert
in diesem Jahr 840.000 €. In einen Baustein dieser Werbekampagne, in einen Baustein Ihrer Kampagne investieren Sie 840.000 €. Das ist ungefähr die gleiche Summe, die die Hochschule Fulda in 8 Jahren aus dem Löwe-Programm erhalten hat, meine Damen und Herren. Das verbrät der Minister in seiner Kampagne im Wahlkampfjahr, diese ganze Summe. Ihnen liegen die Hochschulen wirklich am Herzen, aber leider liegen sie sich selbst ein bisschen mehr am Herzen. Das ist doch wirklich eine Verteilung von Mitteln. Das ist doch nur noch grotesk. Und sich dafür auch noch zu bejubeln, das ist doch wirklich albern. Und weil, Herr Minister, Sie haben ja die Kunsthochschule eben ausdrücklich erwähnt, dass sie jetzt auch in Genuss von Förderung bekommt. Ich rechne das jetzt nur mal. Ja, doch. Alles wettbewerblich. Die Kunsthochschule, was hat sie denn bekommen? 220.000 € oder umgerechnet ein Viertel ihres Werbekampagnenetats allein für dieses Jahr. Das ist, was die Hochschule, was die Kunsthochschule bekommen hat in 8 Jahren Löwe. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und dann freuen Sie sich, dass es den Hochschulen, dass es ja gelungen ist, über Löwe Drittmittel einzuwerben. Wobei ja Löwe sowieso auch schon formal Drittmittel sind. 760 Millionen € wurde laut Ihrem Bericht 2008 bis 2016 eingeworben. Und wenn man sich diese Drittmittel einmal anschaut, stellt man fest, dass die genauso wie Löwe zum allergrößten Teil aus öffentlichen Geldern kommen. Von diesen 760 Millionen € stammen gerade einmal 50 Millionen € aus der privaten Wirtschaft. Und 26 Millionen € sind über die Förderlinie 3 wieder direkt zurückgeflossen in die Wirtschaft. Das heißt also, wir haben, Löwe ist ein Programm, in das in 8 Jahren etwa 1,5 Milliarden € geflossen sind, über 95 % öffentliche Mittel, während das Grundbudget an den hessischen Hochschulen nach dem aktuellen Hochschulpakt gerade einmal um 16 Millionen € erhöht worden ist. Und statt dass dieses Geld dauerhaft und verlässlich an die Hochschulen vergeben wird, wird es über komplizierteste und intransparente Verfahren kurzfristig vergeben. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen May. Kurze Intervention. Ich antworte gerne darauf und gebe Ihnen noch einmal gerne meine Zahlen. Allein die Förderrichtlinie, die das Ministerium herausgegeben hat, die Förderrichtlinie zu Löwe, umfasst 70 Seiten, auf denen niedergeschrieben ist, wie man sich um Mittel bewerben kann, was man alles tun muss. Es gibt ein zweistufiges Bewerbungsverfahren mit Antragsskizze und einem Vollantrag, der dann nicht selten den Umfang einer Abschlussarbeit hat. Sie beschäftigen also mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Tag ein, Tag aus damit, langwierige und komplizierte Förderantragsverfahren zu durchlaufen. Und wenn man Glück hat und der Antrag nicht abgelehnt wird, weil dann war ja eh die ganze Arbeit umsonst, dann darf man für ein paar Jahre befristet in einem Projekt arbeiten, ohne die Sicherheit, wie es danach weitergeht. Sie freuen sich, dass 1.700 Beschäftigte in den Löwe-Projekten arbeiten. Und ich sage Ihnen, Sie sorgen dafür, dass viele dieser Forscherinnen und Forscher mehr damit beschäftigt sind, Anträge zu schreiben und Drittmittel einzuwerben, als dass sie überhaupt forschen. Aber von den 1.700 Beschäftigten sind nur 185 Professorinnen und Professoren. Und der Rest sind größtenteils befristet beschäftigte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich von Vertrag zu Vertrag hangeln. Und in diesem Zusammenhang will ich an das Urteil des Arbeitsgerichts Gießen aus dem Jahr 2014 erinnern. Ein 48-jähriger Mathematiker hatte auf Weiterbeschäftigung geklagt. Er arbeitete 12 Jahre lang in 16 befristeten Verträgen an der Uni Gießen, unter anderem im Rahmen von Löwe-Projekten. Er macht seit 2002 denselben Job, hat denselben Schreibtisch, sagte sein Anwalt. Das Arbeitsgericht Gießen entschied damals zu seinen Gunsten mit der Begründung, dass Löwe ja aus Landesmitteln finanziert werde und deswegen ja keine Drittmittel seien. Das Urteil des Landesarbeitsgericht leider wieder aufgehoben mit dem Verweis auf das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das solche langen Befristungen ausdrücklich vorsieht. Das kann man auch ändern, Herr Minister. Das zeigt aber, dass diese Form der Finanzierung für die Beschäftigten, was das bedeutet. Da ist jemand gut ausgebildet. Und er hangelt sich durch 16 befristete Verträge, 12 Jahre lang. Und er weiß nicht, ob er nächstes Mal noch einen Job hat, wenn das Projekt ausläuft. Diese Ausuferung der prekären Beschäftigung, das heißt doch eine Folge der Vertrittmittelung der Hochschulen, gerade durch solche Projekte wie Löwe, die Sie hier, bejubeln. Da halten Sie das wirklich für richtig und für sinnvoll, Herr Minister? Verstehen Sie unter Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, wodurch sich Löwe angeblich auszeichnet, verstehen Sie das darunter?
Löwenstark haben Sie Ihre Regierungserklärung überschrieben. Ich würde mir einen Wissenschaftsminister wünschen, der wie ein Löwe kämpft für diese Beschäftigten. Aber Sie tun ja nichts. Sie haben sie nicht einmal erwähnt in Ihrer Rede. Und Sie haben 4 Jahre lang nichts getan, obwohl dieses Problem sogar Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden hat. Und man gesagt hat, wir haben ja ein Problem. Nichts haben Sie getan. Und das finde ich eines Wissenschaftsministers nicht würdig, dass man die Beschäftigten so völlig ignoriert und ihre Probleme, meine Damen und Herren. Und das ist ja eine bundesweite Entwicklung, die wir hier haben. Und ich finde, es gab vor einiger Zeit gab es einen Aufruf von Wissenschaftlern für gute Forschung und Lehre, Argumente gegen die Exzellenzinitiative, wo diese Missstände auch kritisiert wurden, wo kritisiert wurde, dass es nur noch um Kennzahlen und Kennziffern geht, nur noch um die Zahlen von Publikationen und die Drittmitteleinwerbung. Und genauso klang doch Ihre Rede heute. Es war ein Vortragen von Zahlen ohne irgendwelche Inhalte. Sie machen Wissenschafts- und Forschungsförderung faktisch zu einem Teil der Wirtschaftsförderung. Und das sagen Sie ja auch. Sie sagen, Löwe ist gelebte Wirtschaftsförderung. Ich will ja gar nicht in Abrede stellen, dass in dem einen oder anderen Löwe-Projekt auch gute wissenschaftliche Arbeit geleistet wird. Aber das kann doch nicht Aufgabe von Forschungsförderung sein, Unternehmen die Kosten für die Entwicklung neuer Produkte abzunehmen. Sie fördern aus Löwe-Mitteln Unternehmen, die vegetarischen Fleischersatz aus Pilzen herstellen. Ich meine, immerhin scheint die CDU ihren Widerstand gegen den Veggie Day aufgegeben zu haben. Aber, und dann fördern Sie Brauereien. Sie fördern Brauereien, die neue Hefegetränke entwickeln. Allein dieses eine Projekt war Ihnen 400.000 € wert, Herr Minister. Also immerhin die Hälfte der Mittel, die die Hochschule Fulda mit knapp 9.000 Studierenden in 8 Jahren bekam, für die Entwicklung eines neuen Hefegetränks. Warum? Warum? Wenn man der Meinung ist, dass man diese Produkte fördern muss, weil sie für die Zukunft des Landes unerlässlich sind, was ich in Zweifel ziehen würde, dann soll man das bitte über die Wirtschaftsförderung machen, aber doch nicht aus dem Wissenschaftsetat. Das sind Gelder, die den Hochschulen zustehen, und nicht über die Wirtschaftsförderung. Und dann 96 Löwe-Förderung für Großunternehmen, Fraport, Merck, E.ON Mitte, die Automobilindustrie. Ja, ich bin schon der Meinung, dass diese Unternehmen genug gut verdienen. Die teilen ja am Ende auch ihre Gewinne nicht. Die sollen ihre Produkte selber entwickeln. Und dann ist mir noch etwas aufgefallen, Herr Minister. Und das finde ich wirklich einen ziemlichen Hammer. Ich habe mir die Löwe-Förderung noch einmal genau angeschaut für die Unternehmen. Tarifbindung spielt bei der Vergabe von Löwe-Fördermitteln offenbar gar keine Rolle. Sie fördern z.B. Unternehmen aus Mittelhessen, das 2008 aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten ist, Tarifflucht begangen hat, das einen Teil der Arbeitsplätze in Billiglohnländer verlagert hat. Und zur Belohnung gibt es öffentliche Fördergelder durch gleich 2 Löwe-Projekte. Und es finden sich im Bericht noch andere Unternehmen, die auch nicht tarifgebunden sind, Herr Minister. Und ich meine, wir diskutieren über das Tariftreuegesetz. Aber es kann doch nicht sein, dass Unternehmen, die Tarifverträge unterlaufen, dass die auch noch mit öffentlicher Förderung dafür belohnt werden. Das darf nicht sein, und diese Praxis muss aufhören, Herr Minister. Und natürlich geht es in diesem Zusammenhang auch um die Frage Freiheit von Wissenschaft und Forschung. Und die ist gefährdet, wenn Forschung nur auf schnelle Ergebnisse, auf Anwendungsorientierung, auf ökonomische Verwertbarkeit ausgerichtet ist. Wissenschaftliche Erkenntnisse lassen sich nicht komplett planen. Viele große Erfindungen der Menschheitsgeschichte haben wir Zufällen zu verdanken, weil Wissenschaftler, die etwas völlig anderes erforschen wollten, durch Fehler, durch Irrwege darauf gestoßen sind. Forschung muss auch scheitern dürfen. Sie muss offen sein. Sie muss andere, ja vielleicht völlig entgegengesetzte Erkenntnisse hervorbringen dürfen, als man zuvor angenommen hat. Kann man das? Kann sie das, wenn private Geldgeber am Ende ein neues Produkt erwarten? Kann sie das, wenn man an einer neuen Erkenntnis gar nicht nachgehen kann, weil die Projektförderung ausläuft, weil es nicht in die Projektskizze passt oder weil sie nicht zu den Erwartungen der Geldgeber passt oder vielleicht den Erwartungen sogar entgegenläuft? Wo bleibt die kritische und freie Wissenschaft bei der frisch berufenen Juniorprofessorin, deren Vertrag nur dann entfristet wird, wenn es ihr gelingt, erhebliche Drittmittel einzuwerben? Wie frei kann sie arbeiten und forschen? Und deshalb, was Sie tun, gefährdet auch die Freiheit von Wissenschaft und Forschung, meine Damen und Herren. Es führt zu einer immer weiteren Differenzierung der Hochschullandschaft. Und Sie nennen das Elite und Exzellenz. Ich nenne das verantwortungslos. Wo es eine Elite gibt, gibt es auch eine Masse, von der sich die Elite abhebt und über die sie sich erhebt.
Genau dieses Menschenbild und genau dieses Bildungsverständnis wollte man 1968 überwinden. Und deshalb, Herr Minister, zum Schluss, Sie haben Ihre Rede mit einem Verweis auf den kürzlich verstorbenen Kapitalismuskritiker und Kriegsgegner Stephen Hawking begonnen. Zitiert haben Sie ihn leider nicht, deshalb mache ich das jetzt. Er sagte, von ihm stammt der Satz, jeder kann ein Leben vor luxuriösen Müßiggangs führen, wenn der von den Maschinen produzierte Wohlstand geteilt wird. Oder aber die meisten Menschen könnten erbärmlich arm werden, wenn die Besitzer der Maschinen erfolgreich gegen eine Verteilung des Wohlstands vorgehen. Meine Damen und Herren, in diesem Sinne, wissenschaftlicher Fortschritt ist nur dann gesellschaftlicher Fortschritt, wenn er den Menschen insgesamt zugutekommt. Nicht Exzellenz- und Eliteförderung, sondern gleiche Bildungschancen und freie Wissenschaft. Und leider waren wir da in der gesellschaftlichen Debatte schon einmal weiter als heute. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. Bevor ich Herrn Kollegen May für das Wort für eine Kurzintervention erteile, begrüßen Sie bitte mit mir unsere ehemalige Kollegin Frau Wiesmann auf der Besuchertribüne. Schön, dass Sie wieder einmal bei uns sind. Herr Kollege May, bitte sehr, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Wissler, Sie haben mich, hatten ja keine Zeit mehr für meine Frage. Deswegen muss ich jetzt mein Informationsbedürfnis auf diese Art und Weise stillen. Denn Sie haben mich ein bisschen ratlos zurückgelassen, nämlich was Sie denn eigentlich machen wollen und was jetzt Ihr Kritikpunkt an der Löwe-Förderung ist. Sie haben ja mit vielen Balken dargestellt, dass Sie kritisieren, dass der Anteil der Löwe-Förderung, der jetzt im Stadtgebiet Frankfurt zusammen mit dem Stadtgebiet Darmstadt erreicht wird, geringer ist als beispielsweise im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Was wären denn Ihrer Meinung nach die geeigneten Kriterien, um ein Forschungsförderprogramm zu verteilen? Ist das Ihrer Meinung nach tatsächlich notwendig, dass das nach Fläche oder nach pro Kopf verteilt wird? Das ist mir nicht klar geworden, was Sie da wollen. Habe ich Sie ferner richtig verstanden, dass Sie dagegen sind, dass es einen Programmbeirat, wo die Wissenschaft selbst organisiert und selber bewertet, was exzellent ist und was nicht? Sie haben, das ist eine Frage, sind Sie dagegen? Weil Sie immer gesagt haben, dass Sie als Minister haben dies und jenes gemacht. Aber die Wirklichkeit ist doch, dass ein Programmbeirat auswählt, was tatsächlich in die Förderung kommen kann und was nicht. Und dann haben Sie sich noch um die Drittmittel gesorgt, haben gesagt, na ja, das sind ja vor allen Dingen öffentliche Mittel. Also ist jetzt der Punkt, dass die Linkspartei meint, dass wir mehr private Drittmittel an den Hochschulen bräuchten, habe ich nicht so richtig verstanden. Und was für Mittel sollen denn da eingeworben werden? Und sind Sie mit mir der Überzeugung, dass das vor allen Dingen Bundesmittel sind? Und was können wir dafür, dass der Bund Drittmittel vergibt und nicht das Geld in den Hochschulpakt 2020 steckt? Und ist es dann eine kluge Idee, nicht sich um Drittmittel des Bundes zu bewerben? Das ist mir alles nicht so richtig klar geworden. Noch ein paar Sachen mehr, aber da reicht die Kurzinterventionszeit nicht. Vielen Dank. Nehmen wir an, Sie wollen erwidern, Frau Kollegin. Bitte sehr, 2 Minuten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr May, ich danke Ihnen, dass ich noch einmal Gelegenheit habe. Ich führe das gerne noch einmal aus. Es geht darum, dass es falsch ist, öffentliche Mittel, Landesmittel, auch Bundesmittel, zu vergeben wie Drittmittel, weil es dafür überhaupt keinen Grund gibt. Das Problem ist, dass wenn man öffentliche Mittel als Drittmittel vergibt, nämlich kurzfristig, projektbezogen, befristet, und die Hochschulfinanzierung so umstellt, dass der Anteil des Grundbudgets, also des Budgets, auf das sich die Hochschulen verlassen können, mit dem sie planen können, mit dem sie langfristig Beschäftigungsverhältnisse auch finanzieren können, wenn man das im Verhältnis kleiner macht und den Hochschulen sagt, ihr müsst Drittmittel einwerben,
Und das haben wir, das ist ja in der, vorletzten Novelle des Hochschulgesetzes steht ja im Hochschulgesetz, dass die Hochschulen gezwungen sind, Drittmittel einzuwerben. Und dann muss sich eine Hochschule, eine öffentliche Hochschule beim Land Hessen darum bewerben, in einem wettbewerblichen Verfahren, dass sie für einen gewissen Zeitraum Gelder bekommt. Und das Problem, wenn man Mittel so vergibt, ist, dass man damit prekäre Beschäftigungsverhältnisse an den Hochschulen fördert. Und das wissen Sie. 160.000 Menschen, Herr Boddenberg, bundesweit arbeiten im wissenschaftlichen Mittelbau in befristeten Verträgen. 90% der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mittelbau sind befristet. Das war nicht immer so. Früher haben wir einen viel höheren Anteil, auch in der Betreuungsrelation. Das hat der Minister ja selber gesagt. Wenn Sie mir nicht glauben, Herr Boddenberg, glauben Sie ihm. Also die Betreuungsrelation zwischen Studierenden und Professoren waren ja mal eine andere. Mittlerweile ist es so, dass viele Lehraufgaben vom Mittelbau übernommen werden. Und wir sagen, Daueraufgaben brauchen Dauerstellen. Und dazu braucht man eine verlässliche Finanzierung. Und deshalb brauchen wir eine Finanzierung, die beim Grundbudget ansetzt und eine Finanzierung, letzter Satz, die nicht die Differenzierung und das Auseinanderdriften der Hochschulen zum Ziel hat, sondern eine gute Finanzierung aller Hochschulen, egal wo sie sind und egal welche Fächer sie anbieten. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes spricht Frau Kollegin Knell für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Die angepriesene Löwenstärke ist insbesondere allen Beteiligten zu verdanken. Und vor diesem Hintergrund hat die heutige Regierungserklärung seine Berechtigung, wenn es darum geht, die Erfolge der Landesoffensive vorzustellen und zu würdigen. Zum Erfolg tragen aber in erster Linie die Antragsteller, die Hochschulen mit ihren exzellenten Kräften, den Mitarbeitern bei. Und deshalb fragt man sich angesichts aktuellerer Themen und anstehender Zukunftsfragen schon, warum dieses Thema heute diskutiert wird. Und diese Kritik, werter Herr Minister, hat auch nichts mit Folklore zu tun. Wir finden einfach, dass eine Regierungserklärung eigentlich kein Platz ist, um eventuell verfehlte Marketingstrategien auszubügeln, sondern um sich mit neuen Initiativen und Entwicklungen auseinanderzusetzen. Und es ist auch nicht der richtige Tagesordnungspunkt, um die Terminplanung, um die Verteilung der Regierungserklärung am Reißbrett der Koalition auszubaden. Es stellt sich daher schon die Frage, ob es einfach um ein Eingeständnis der Landesregierung geht, dass die Großplakate und Busbewerbungen noch immer nicht ausreichen, um die Landesoffensive in der Gesellschaft so zu verankern, dass einem beim ersten Gedanken an Löwe eben nicht das Tier mit Krallen, Mähne und Jagdinstinkt einfällt, sondern eben auch die Landesoffensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz. Und schaut man auf Löwe, dann ist die letzte Pressemitteilung des hessischen Wissenschaftsministers vom 1. Dezember 2017. Und zwar beinhaltet sie die Bekanntgabe, dass eine 12. Förderstaffel für Löwe-Zentren und Löwe-Schwerpunkte ausgeschrieben wird. Und eine Neuigkeit, die jetzt immerhin schon knapp 5 Monate zurückliegt und nur durch die Zukunftswochen der Landesregierung Bildung, Wissenschaft und Forschung wieder in den Vordergrund rückt. Jetzt ist die Frage, soll das Parlament jetzt die Initiative Hessen schafft Wissen, die für den Wissenschaftsstandort Hessen werben und den Dialog mit der Gesellschaft fördern sollte, ersetzen? Selbstverständlich können wir heute einzelne positive Projekte herausnehmen und sie ähnlich wie auf der Facebook-Seite oder auf der Homepage Hessen schafft Wissen vorstellen. Aber ich frage mich da schon, wo der Neuigkeitswert ist. Und Frau Kollegin Wissler hat das ja eben auch schon eindrücklich dargestellt. Und dennoch ist es unstreitig, dass Löwe von weiten Teilen des Hauses begrüßt wird und auch heute die Unterstützung der Freien Demokraten erfährt. Löwe ist seit nunmehr 10 Jahren ein unverzichtbarer Teil der hessischen Forschungslandschaft geworden. Und es ist auch ein Motor für den Wissenstransfer, den wir benötigen und von dem unsere Gesellschaft in vielfältiger Weise profitiert. Auch ist die Zusammenarbeit durch die Förderrichtlinie 3, die Modell- und Pilotprojekte zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen hessischen kleinen und mittleren Unternehmen und Hochschulen
sowie außeruniversitären Forschungseinrichtungen als herausragend zu nennen, da sie auch direkten Eingang in die verschiedenen Regionen in Hessen finden und dadurch sowohl die Forschungslandschaft, aber auch die Wirtschaft unseres Landes stärken. Und deshalb wäre es doch auch sinnvoll, nicht nur einen neuen Werbeblock zu fahren, sondern auch darzulegen, wie sich die Landesregierung zu den Forderungen der Hochschulen im Rahmen der Wissenschafts- und Forschungsförderung positioniert und Eckpfeiler für die Weiterentwicklung von LOEWE und der Forschungslandschaft in Hessen bekannt gibt. Und es wäre diesbezüglich hilfreich für uns zu erfahren, ob und in welchem Maße denn im Wissenschaftsministerium beispielsweise an einer weiteren Förderrichtlinie gearbeitet wird und wo dort die Schwerpunkte liegen könnten. Oder welche Ideen die Landesregierung hat, um LOEWE mit den Bund-Länder-Forschungsprojekten und Einrichtungen in Einklang zu bringen, und welche langfristige Zukunftsvision für eine erfolgreiche Forschungslandschaft in Hessen auch mit Blick auf mögliche Synergieeffekte es für die Hochschulen gibt. Fakt ist, dass sich die Landesregierung gerne für LOEWE feiern lässt. Aber Fakt ist auch, dass mit Beginn der schwarz-grünen Koalition verkündet wurde, dass im Rahmen von LOEWE, und ich zitiere, K50 Millionen Euro auf weitere Staffeln nach 2020 gestreckt werden, sodass wir auch dort maßgeblich, aber gleichwohl Einsparungen erreichen werden. Zitat Ende. So der damalige CDU-Generalsekretär Peter Beuth zum Abschluss des Koalitionsvertrags. Wie schaut es denn diesbezüglich mit Zusagen für die Fortführung von LOEWE und zur Verstetigung von Forschungsaktivitäten an Hessens Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus? Wir Freien Demokraten haben seit 2008 das LOEWE-Programm konstruktiv begleitet und in Regierungsverantwortung gefördert, da eine gezielte Forschungsförderung den Forschungsstandort Hessen wichtige Chancen auch im internationalen Wettbewerb eröffnet. Daher verwundert es auch mit Sicherheit auch heute nicht, dass wir begrüßen, dass es ein unfassbarer Vorteil von LOEWE ist, dass die LOEWE-Fördermittel über die drei Förderrichtlinien und für nunmehr 12 Förderstaffeln wettbewerblich und streng wissenschaftsgeleitet über einen eigenen Programmbeirat vergeben werden. Wir erleben bei der Verteilung anderer Forschungsförderungsgelder und der Mittel für Exzellenzprojekte häufig, dass am Ende doch politische oder gesellschaftliche Einwirkungen den Ausschlag geben. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass LOEWE ganz klar ein streng wissenschaftsgeleitetes Forschungsförderungsprogramm ist. Vor diesem Hintergrund hat der Wissenschaftsrat auch die Fortsetzung des LOEWE-Programms empfohlen, und dem schließen wir uns an. Und deshalb sind auch die 1,5 Milliarden €, davon 729 Millionen € Landesmittel bis 2017 sowie 132 Millionen € für die Jahre 2018 und 2019, die bis 2017 mit LOEWE verausgabt wurden, herausragend investiertes Geld. Und wir möchten diesen grundlegenden Kurs auch gerne fortführen. Es ist uns ein Anliegen, dass LOEWE mit ausreichend finanziellen Mitteln fortgeführt wird, um Hessens Innovations- und Forschungskraft zu stärken. Aber wir möchten auch, dass bei der Fortführung von LOEWE neue Herausforderungen und Forschungsschwerpunkte in den Blick genommen werden und dass es die Möglichkeit gibt, dass bei positiver Bilanz und Evaluation nicht nur der Projektzeitraum finanziert wird. Und dies muss sich auch im neuen Hochschulpakt widerspiegeln, denn es sollte unser aller Anliegen sein, dass wissenschaftliche Exzellenz in Hessen bleibt und den Forschungs- und Wissensstandort stärkt. Wir sind der Meinung, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, die eine Fortführung über die Programme und Projekte hinaus gewährleisten, um die Erkenntnisgewinne in der Praxis im Rahmen des Wissens- und Technologietransfers Hochschul- und Forschungslandschaft nutzbar zu machen. Hier benötigen wir eine Zukunftsvision einer Landesregierung, die sich dann nicht nur zurücklehnt und eine Hochglanzbroschüre oder einen Imagefilm nach dem anderen herausgibt, sondern die Impulse und Erfordernisse aufgreift und Schwerpunkte setzt. Die Ergebnisse der Forschungszentren und Schwerpunkte in den vorangegangenen und den laufenden Förderstaffeln verdeutlichen, dass unsere Hochschulen und Forschungsinstitutionen über exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verfügen, die diese Projekte auch erfolgreich umsetzen. Es ist eine zentrale Frage, ob sich die Landesregierung nun auf dieser Maßnahme ausruht oder sich darüber hinaus für eine Stärkung des Forschungsstandorts Hessen einsetzt. Denn wir finden, Forschung treibt Innovationen an, die Grundlagen für unseren Wohlstand sind. Und hier fehlen deutliche Worte, die über die übliche Lobhudelei und Floskeln hinausgehen. Und in Reaktion auf die Wahlprüfsteine der hessischen Hochschulen feiert sich die Landesregierung für ihre Erfolge und kommt zu dem Ergebnis, dass sie, ich zitiere, diese Erfolgsgeschichte des Forschungsförderungsprogramms LOEWE konsequent fortsetzen wird und dass die Unterstützung der hervorragenden Forschung an hessischen Hochschulen daher auch zukünftig im Fokus der Landesregierung stehen wird.
Ja, so steht es in der Pressemitteilung des Wissenschaftsministers vom 18. Januar unter der Überschrift Wahlprüfsteine von KHU und HAW bestätigen den bisherigen Kurs der Landesregierung in der Hochschulpolitik. Aber, ja, das ist so, aber es findet sich dort kein Wort zu den erhobenen Forderungen der Hochschulen. Eine davon lautet, die Hochschulen für angewandte Wissenschaften benötigen für ihre anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung eine verlässliche Grundfinanzierungskomponente. Die Universitäten benötigen eine Erhöhung der Forschungsmittel, damit sie sich im Wettbewerb auch mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen behaupten können. Neben der aktiven Forschungsförderung benötigen wir nämlich auch ein forschungsfreundliches und vor allem ideologiefreies Forschungsklima. Und weltweit, meine Damen und Herren, gehen Menschen für Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit auf die Straße. Diese wichtige Freiheit gilt es zu verteidigen und auch gegen vermeintlich unliebsame Themen, wenn wir nicht selbst einmal dafür verantwortlich sein wollen, dass diese Freiheit nicht durch politische Panikmache beeinflusst oder gar eingeschränkt wird. Denn wir erleben leider viel zu oft eine Panikmache und Misstrauen gegenüber neuen Entwicklungen, statt die Chancen des Fortschritts zu sehen. Daher halten wir es auch für notwendig, dass aktiv für eine Offenheit gegenüber neuen Technologien und der Forschung geworben wird. Ja, Windkraft ist ja nun keine neue Forschung, lieber Kollege May. Und diese gilt auch nicht wieder wie bei der Biotechnologie und der Genforschung oder auch der Energieforschung aus dem Land zu treiben, sondern stattdessen aufzuklären und zudem mittels der Forschung gegebenenfalls vorhandene Risiken dann in den Griff zu bekommen. Und auch hier wünschen sich die Freien Demokraten, dass den Hochschulen und den Forschungseinrichtungen das Vertrauen entgegengebracht und beispielsweise auf Ethikkommissionen gesetzt wird, sodass die Leitplanken gewahrt bleiben, aber die grundsätzlichen Freiheitsrechte nicht angegriffen werden. Das ist unser Wunsch, und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Knell. Als nächstes hat das Wort für die Fraktion der CDU Frau Kollegin Wolff. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn man die Debatte so verfolgt, dann könnte man zu dem Eindruck kommen, es sei mancher von Anfang an dafür gewesen, der am Anfang noch große Skepsis geäußert hat. Da könnte man den Eindruck haben, dass Erfolge zerredet werden sollen. Da könnte man den Eindruck haben, dass das Thema lieber verändert wird, als über die Erfolge von Löwe zu reden. Da könnte man den Eindruck haben, den Hochschulen sei etwas aufgezwungen worden durch dieses Programm. Da könnte man den Eindruck haben, als wären 2,5 % Forschungsmittel für Löwe das Einzige, was in diesem Land für Forschung getan wird, als sei das völlig abgehoben vom übrigen Bereich der Hochschulen. Da wird ein Traum von 1968 noch einmal nachgeträumt. Da wird der Klassenkampf zwischen verschiedenen Hochschultypen aufgemacht. Und dann schreit da jemand, weil er getroffen ist. Da wird so getan, dass das Ministerium die Mittel nicht vergibt. Und der Kollege May hat eben mit vollem Recht gesagt, dass das daran liegt, dass es eine wissenschaftliche Kommission gibt, die nach wissenschaftlichen Kriterien diese Mittel vergibt und die Anträge hochwissenschaftlich begutachtet, und das wird dann wieder als intransparent bezeichnet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Debatte, die mutet gelegentlich gespenstisch an, dort nämlich auch, wo die Hochschulen geschlossen unisono das Löwe-Projekt dieser Landesregierung seit 2008 lobt. Und deswegen ist es genau richtig, dass dieser Tagesordnungspunkt heute aufgerufen wird. Wir haben seit 10 Jahren dieses fruchtbringende Instrument der Löwe-Förderung für unsere Hochschulen, für die Universitäten, die Hochschulen für angewandte Wissenschaften im Verbund auch mit Unternehmen aus der freien Wirtschaft in einer völlig neuen Verbundstruktur auch zwischen Fachbereichen, zwischen verschiedenen Universitäten, zwischen Universitäten und Fachhochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, mit einer neuen Kultur, die dadurch entstanden und gewachsen ist. Und deswegen sind es auch Vertreter von Wissenschaftsverbünden anderer Länder, die sagen, hätten wir doch so etwas in diesem Maße auch. Und auch die Fraunhofers, die Leibniz dieser Welt sind der Meinung, das sei richtig und notwendig.
Meine Damen und Herren, bevor jetzt die Elektronik wieder mich ständig zwingt, mit neuem Kennwort mich wieder einzuwählen, will ich etwas zitieren. Und zwar unter thüringen.de. Die enge Zusammenarbeit von Unternehmen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Kulturinstitutionen hat sich als Erfolgsmodell für Thüringen erwiesen. Die in den letzten Jahren deutlich gestiegene Wettbewerbsfähigkeit der Thüringer Wirtschaft ist auch ein Ergebnis der gewachsenen Forschungsleistungen der Thüringer Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Die Thüringer Hochschulen stellen Thüringer Unternehmen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten auf hohem Niveau in kooperativen Netzwerken zur Verfügung und sind so ein Garant für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Thüringer Wirtschaft. Und ein Satz weiter: Mit jedem Euro Zuschuss des Landes erwirtschaften Sie bis zu 2 Euro Einnahmen, die dem Land wieder zugutekommen. Ende des Zitats. Meine Damen und Herren, Ministerpräsident Ramelow hat dieses als Forschungsstrategie verkündet in Thüringen. Und deswegen, meine Damen und Herren, will ich schon noch einmal darauf hinweisen, dass wir. Deswegen will ich schon noch einmal darauf hinweisen, dass wir uns nicht völlig im Land der Ahnungslosen und Seligen bewegen. Meine Damen und Herren, wenn ich mir anschaue, dass die Strategie Chinas heißt, und die Ausdrucksweise kommt uns ja in Deutschland vielleicht bekannt vor, die Strategie Chinas heißt Made in China 2025. Und wenn Sie sich anschauen, wie dort mit staatlicher Unterstützung, mit gezielt verbilligten Krediten und Forschungsförderung China die Absicht hat, in der Medizintechnik, im Flugzeugbau, in der Chipindustrie, in der Elektromobilität an die Spitze zu kommen, dann glaube ich, wird die Dringlichkeit auch deutlich, mit der wir im Bereich der Forschungsförderung unter unseren Bedingungen ganz anderer Vorkommen und ganz anderer wirtschaftlicher Struktur uns anstrengen müssen, an der Spitze zu bleiben und dort, wo wir es noch nicht sind, auch an die Spitze zu kommen. Und man muss immer wieder daran erinnern, dass gerade in einem Hochlohnstandort wie Deutschland das Wort des ehemaligen Bundespräsidenten Köhler gilt: Wir können nur so viel teurer sein, wie wir besser sind. Und deswegen ist Innovation nötig. Deswegen sind zukunftsträchtige Arbeitsplätze nötig, sind diese die Zukunft, auch die soziale Zukunft unseres Landes. Und darauf kommt es an. Nicht nur über die Frage, inwieweit wir rein technisch forschen, sondern wie wir auch kulturelle Forschungsbereiche, die integriert sind in ingenieurwissenschaftliche, naturwissenschaftliche Forschungsprojekte im Zusammenhang mit LOEWE, verbinden mit kultureller Forschung, mit kulturellen Fragen, inwieweit wir weitergehende Fragen ja auch in Hessen stellen, wie z.B. durch die gerade vorbereitete Gründung eines Instituts für Ethik der Digitalisierung im Verbund mit Forschungseinrichtungen, die auch an LOEWE angehängt sind. Meine Damen und Herren, weil das eben auch noch einmal von Seiten der LINKEN sehr deutlich infrage gestellt wurde und ja leise auch irgendwo von der SPD immer noch: LOEWE sagt Ja zu wissenschaftlicher Exzellenz. Da gibt es überhaupt gar keine Frage. Das ist ein Unwort für viele, aber für LOEWE-Forschungsprojekte ist das kein Unwort und für die sie tragenden Universitäten und Hochschulen auch nicht. LOEWE sagt Ja zur Verknüpfung von Grundlagenforschung, zur Anwendungsforschung und Transfer. Sie stehen nach wie vor in einem engen Zusammenhang, von der Grundlagenforschung bis zum Transfer. LOEWE sagt Ja zum Verbund zwischen Universität und Hochschulen für angewandte Wissenschaften und kleinen und mittleren Unternehmen. LOEWE sagt Ja zum Verbund zwischen Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Medizin und Geisteswissenschaften. LOEWE läuft nun seit 10 Jahren mit einem staatlichen Betrag von 729 Millionen € und den vom Minister schon zitierten, dadurch ausgelösten insgesamt 1,74 Milliarden €.
Und wenn Sie sehen, dass wir inzwischen durch die Forscher begutachtete 10 Auswahlrunden hatten, wenn Sie wissen, dass wir damit 13 Löwe-Zentren hatten, wenn wir wissen, dass wir 49 Löwe-Schwerpunkte haben und über 260 Projekte in Förderlinie 3 mit über 400 beteiligten Unternehmen, dann kann man nur das ermessen, was an Forschungsgeist, an Gründungsgeist damit verbunden ist. Denn auch das gehört dazu, dass hessische Hochschulen überproportional auch im Bundeswettbewerb, im Gründungswettbewerb, etwa bei Exist, weitergekommen sind und erfolgreich geworden sind. Meine Damen und Herren, deswegen ist es ein guter Geburtstag. Meine Damen und Herren, wir sind mittlerweile ja auch so weit, dass wir, das wurde vorhin vom Minister angedeutet, dass wir damit uns verschränken konnten in nationale Forschungseinrichtungen. Wir haben mit Löwe-Projekten begonnen, zum Beispiel in Frankfurt, und wir sind mittlerweile im Bereich des Leibniz-Instituts angekommen, zum Beispiel eben bei der Forschung über Diversität. Wir sind in anderen Bereichen auch weitergekommen. Wir sind auch in Kassel weitergekommen von einem Löwe-Projekt zu einem Fraunhofer-Institut. Wir sind dies auch in Darmstadt von Löwe-Projekten zu Fraunhofer-Instituten und mittlerweile zu nationalen Forschungszentren im Bereich der IT-Sicherheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das sind die Prozesse, die durch Löwe angelegt sind und die mittlerweile in einer nationalen Forschungsstrategie sich fortentwickelt haben. Und wenn ich sehe, dass wir damit in dieser Größenordnung, wie sie genannt worden sind, auch Arbeitsplätze schaffen konnten, und zwar nicht nur vorübergehende, dass wir Ausgründungen an Hochschulen haben und nicht vorübergehende, dass wir mittlerweile etwa 1350 Promotions- und Habilitationsverfahren aus Löwe heraus hatten und 160 Patentverfahren, dann zeigt das, dass das alles nicht vorübergehend ist, sondern dass sich das verstetigt in einer Art und Weise und Wurzeln schlägt in unserer Wissenschafts-, aber eben auch Wirtschaftsgesellschaft, wie wir dieses auch entsprechend brauchen. Und meine Damen und Herren, wenn dann immer wieder getan wird, als sei dies ausschließlich ein Thema der Ingenieur- und Naturwissenschaften, so will ich doch, das kam vorhin, da lesen Sie vielleicht auch das Protokoll dann noch einmal nach, dann will ich natürlich sagen, dass alle fasziniert sein können, was im Bereich der Krebsforschung, was im Bereich der Immunforschung, was im Bereich der Herz-Lungen-Forschung passiert. Der Minister hat diese Projekte ja auch noch einmal genannt. Und wenn man sie sich anschaut, und wenn man sich etwa auch anschaut, was im Bereich der Insektenbiologie passiert in Gießen, was zu einem neuen Fraunhofer-Institut führen wird, dann ist das etwas Hochspannendes, was uns voranbringen wird. Überhaupt gar keine Frage. Dazu gehört selbstverständlich immer zu nennen auch der Bereich der Cybersicherheit, ohne den unsere Forschung und auch unsere wirtschaftliche Entwicklung ziemlich am Krückstock gehen würden. Dazu gehört aber eben auch, dass es ein völliger Irrtum ist, zu glauben, dass unsere Löwe-Mittel ausschließlich in den Bereich der Ingenieur- und Naturwissenschaften geht. Rund ein Viertel der bis 2020 zugesagten Mittel fließt in Geisteswissenschaften, 13% in Naturwissenschaften und 23% in Ingenieurwissenschaften. Ich finde, das ist eine hoch ausgewogene Darstellung und Verteilung. Wenn Sie sich anschauen, mittlerweile in die DFG überführt, der Deutsche Sprachatlas, wenn Sie sich anschauen, die Digital Humanities, Auswirkungen der Digitalisierung auf den Methodenwandel innerhalb der Geisteswissenschaften, wenn Sie sich anschauen, pädagogische Projekte wie z. B. Erschwernisse beim Lernen, kognitive Mechanismen, wenn Sie sich anschauen, die Betrachtung der Konfliktregionen im östlichen Europa, dann sehen Sie Forschungsprojekte, die Löwe finanziert sind, die genauso viel wert sind wie die anderen auch. Und ich denke, dass man dieses bei dieser Gelegenheit auch deutlich betonen muss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, selbstverständlich steht das auch im Zusammenhang mit anderen Projekten. Dazu gehört Heureka.
Natürlich leben verschiedene dieser LOEWE-Projekte auch davon, dass in diesem Zusammenhang auch Gebäude entstanden sind, auch Forschungsbauten entstanden sind. Forschung und Lehre brauchen ihren Raum. Deswegen ist diese nachzuahmende, in vielen Bereichen nachzuahmende Initiative, Räume zur Verfügung zu stellen, Bauten zur Verfügung zu stellen, nach wie vor unglaublich wichtig. Wir werden in wenigen Tagen die Universitätsbibliothek in Marburg an der Philipps-Universität mit rund 18.000 Quadratmetern Fläche einweihen können, in einem Kostenbereich von 108 Millionen €. Deswegen, meine Damen und Herren, mit all dem zusammen glauben wir, dass wir einer der modernsten Hochschulstandorte in der Republik sind und auch darüber hinaus. Und dann geht es natürlich gerne darum, schlecht zu reden, was wir ausgeben in Hessen und so zu tun, als würden wir nur LOEWE finanzieren. LOEWE ist ein großartiges Projekt, aber der Bildungsfinanzbericht 2017 weist aus, dass Hessen an der ersten Stelle steht in der Steigerung der Bildungsaufgaben der öffentlichen Haushalte für Hochschulen mit einem Plus von 86%. Meine Damen und Herren, das lassen wir uns nicht schlechtreden. Sie wissen, dass wir an Platz 1 der Pro-Kopf-Ausgaben stehen für Bildung vom Kindergarten bis zur Hochschule bundesweit. Auch das lassen wir uns nicht schlechtreden. Meine Damen und Herren, desgleichen hätte manches andere Land das gerne gehabt, was wir gehabt haben, nämlich dass wir sämtliche 80 Millionen € der BAföG-Mittel, die der Bund übernommen hat, bei uns im Lande in den Hochschulen belassen haben und nicht für andere Ausgaben des Landes haben versickern lassen. Nein, es ist konsequent im Bereich der Hochschulen geblieben, und darauf sind wir nach wie vor stolz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt überhaupt nur ein Land, das höhere Hochschulausgaben hat als Hessen. Und der Hochschulpakt 2020 hat mit 9 Milliarden € einen Betrag, der noch nie in Hessen gesehen wurde und der von den Hochschulen geschätzt wird. Und der nächste Hochschulpakt, Herr Kollege Grumbach, den wir wieder die Absicht haben zu verhandeln, wird noch besser sein und wird für die Lehre wie für die Forschung wie auch für Projekte für LOEWE weitere Ziele setzen. Ziele, die dann auch in Zielvereinbarungen übergehen in unserem Land. Nein, meine Damen und Herren, ich glaube, dass LOEWE ganz wesentlich daran beteiligt ist, dass sich die Mentalität in unseren Hochschulen auch ein Stück weit verändert hat. Es ist durchaus so, dass viele Forschung auch vorher existiert hat. Aber, meine Damen und Herren, wenn ein Träger des Meyer-Leibniz-Preises in manchen Ländern an seine Hochschule mit diesem Preis zurückkam, dann wurde das zur Kenntnis genommen. In einem Land, das LOEWE kennt, wird dieses in der Hochschule gefeiert, wahrgenommen und transferiert in zusätzliche Projekte. Wir haben eine Mentalität, in der es jetzt richtig und von allen anerkannt ist, dass Hochschulen und Hochschulen für angewandte Wissenschaften kooperieren. Wir sind mittlerweile so weit, dass es keine Ordinarien mehr in dem Sinne gibt, die Transfer und gesellschaftliche Entwicklung gar nicht interessieren, sondern wir haben einen Zusammenhang der naturwissenschaftlichen, ingenieurmäßigen Forschung mit den Gesellschaftswissenschaften und den Notwendigkeiten der Gesellschaft. Wir haben mittlerweile Hochschulen, in denen Exzellenz und Bewerbungsmodalitäten positiv aufgenommen werden, als ein Anreiz aufgenommen werden, besser zu werden und sich dem Vergleich wie auch den Beurteilungsmechanismen von Wissenschaftseinrichtungen zu stellen. Wir haben Hochschulen, in denen Exzellenz kein Fremdwort ist, kein Abschreckungswort mehr ist, sondern positiv als Herausforderung angenommen wird.
Wir haben einen transparenten Wettbewerb, einen Wettbewerb, der die Weiterentwicklung der Hochschulen insgesamt vorantreiben wird. Deswegen, meine Damen und Herren, sage ich Danke für die Regierungserklärung und für die Gelegenheit, 10 Jahre Löwe hier in diesem Hessischen Landtag zu feiern. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Wolff. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Das heißt, wir haben die Regierungserklärung entgegengenommen und besprochen.